Fallout 1 macht mir schon sehr viel Spaß gerade. Im Gegensatz zu Resident Evil Zero ist gerade so ein kleiner Tiefpunkt in dieser alle Resident Evil Spiele in einem Stück durchspielen Geschichte. Dafür haben wir zum Ausgleich Fallout 1, das für mich gerade ein Höhepunkt ist. Für Fallout 1 macht mir schon sehr viel Spaß. Ich freue mich noch mehr auf Fallout 2, das wirklich nochmal so ein bisschen das Gleiche im Besser ist. So, jetzt lasst mich mal kurz gucken. Wo habe ich... Ist es das Savegame hier? Sehen wir gleich. Ich habe uns nämlich gerettet, kann ich euch sagen. Ich habe unseren Fortschritt... Wir hätten ja beinahe den kompletten letzten Stream im Grunde einfach nochmal machen müssen. Und das wäre sehr ärgerlich gewesen, weil ich habe einfach nur zwei Fehler gemacht. Ich hätte vielleicht ein, zwei Redex und Redaway mehr dabei haben müssen und ich hätte verdammt nochmal nicht so viel Schach spielen sollen und nicht so viel Bücher lesen sollen, was sehr dumm von mir war. Dadurch, dass ich das gemacht habe, hätten wir unglaublich viel Spielfortschritt verloren und ich hatte eine unglaubliche Verstrahlung von über 4000. Und 1000 heißt quasi, ne, man ist tödlich verstrahlt. Und das war ziemlich dumm. Und deswegen habe ich jetzt einfach, damit wir uns sparen, dass ich einfach einen alten Savegame lade und mit mehr Redix und Redaway nochmal reingehe und alles nochmal genauso mache, habe ich einen Savegame-Editor genommen und habe unsere Radioaktivität drastisch reduziert. Und wenn alles geklappt hat, und ich glaube, es hat geklappt, dann können wir jetzt zur stählernen Bruderschaft reisen, ohne dass wir sterben. Dir ist sehr übel. Oh, das ist nicht gut. Nee, aber wir sind nicht verstrahlt. Guck. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay, wir kämpfen gegen ein paar Ratten. Dann gucken wir mal. Wenn alles geklappt hat, dürften wir jetzt zur stählernen Bruderschaft kommen, ohne dass ich sterbe. Das wäre ziemlich gut. Schauen wir mal. Prost auf das Fallout 1 Abenteuer. Ich freue mich auch. So, schießen wir die Ratte weg. Komm, gehen wir einfach. Lassen wir die paar Ratten stehen. Bist du vielleicht von der Intelligenzdroge da abhängig? Das könnte sein, dass das damit zusammenhängt. Schauen wir mal. Wenn wir jetzt gleich sterben, haben wir ein Problem. Wenn nicht, je weiter wir kommen, desto besser wird mein Gefühl. Ich glaube, so weit sind wir beim letzten Mal schon nicht gekommen, oder? Ich denke, das hat alles funktioniert. Gut. Du verlierst 5 und... Oh, oh. Warte mal. Das ist nicht gut. Das ist jetzt nämlich genau die Meldung, die ich kriegen würde, kurz bevor ich sterbe. Aber ich bin nicht mehr verstrahlt. Wir sind nicht verstrahlt. Moment mal, deine Figur wurde erheblich verstrahlt, aber... Hä? WTF? Was? Shit. Okay, noch mehr Ratten. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, was hier passiert, ehrlich gesagt. Oh, wow, ich habe an der einen Ratte vorbeigeschossen und die andere getroffen. Das ist natürlich cool. Danke, mysteriöser Fremder. Ich sterbe jetzt eventuell. Oh, Mantis. Ich glaube, die hatten wir noch gar nicht, oder? Ein Heuschreckenschwarm greift uns an. Bart, ich finde die Animation, wie die so abrauchen, die ist schon sehr schön. Das gefällt mir schon gut. Ich werde gerade zum echten Ghoul, ja? Oder falsche Savegame, habe ich auch schon dran gedacht. Gucken wir mal. Ian schießt immer so laut. Ja, Dogmeat. Sehr gut. Aber wir leben noch.
wir leben irgendwie noch. Keine Ahnung. Ich guck mal. Wir werden uns definitiv sau viel Red Away irgendwo reinhauen mal. Weil eventuell, wisst ihr, ich gehe mal schnell darüber. Eventuell haben wir irgendwie zwar den Radioaktivitätswert runter gedreht, aber wir haben nicht den Radioaktivitätsbelastungsperk verloren, den wir uns eingefangen haben. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht sind das irgendwie getrennte Dinger. Ich meine, wir sterben jetzt zum Glück nicht. Und sollte ich bis zum Endgame komplett verstrahlt sein und ich krieg's nicht mehr weg, dann habe ich das verdient. Dafür, dass ich so unvorsichtig war in The Glow. Aber Hauptsache, wir können weiterspielen. Von den Sachen her sieht's gut aus. Beim Original-Safe bist du eben. Glaube ich auch. Werden wir gleich sehen. Ich guck jetzt mal. Ich gehe jetzt mal Händler ab und dann schauen wir, dass wir uns ein bisschen Red Away besorgen. Und dann pumpe ich mich mal mit Red Away voll. Und dann ist das hoffentlich gut. So, gucken wir mal. Du bist ein Händler, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schauen wir mal. Handeln. Okay, wir haben definitiv kein Red Away hier. Schade. Könntest du den Status Debuff auch von Entzug bekommen vielleicht? Also, was mich so irritiert ist, wenn ich hier auf meinen Charakter gehe, auf meine Figur, und ich klicke auf Vergiftet zum Beispiel. Nee, warte mal. Ah, okay. Du könntest recht haben. Vielleicht haben wir irgendwas anderes, das ich gerade nicht verstehe. Weil hier steht zwar in dem Text, dass ich erheblich verstrahlt wurde, aber das ist, glaube ich, der Standardtext. Das steht da immer. Hier steht auch, deine Figur wurde vergiftet. Aber es leuchtet nicht und dadurch ist es nicht so. Wisst ihr, wie ich meine? Aber unsere Stats sind schon ganz schön reduziert. Nee, sind ja auch gar nicht mehr. Unsere Stats sind normal wieder. Ich glaube, wir haben uns schon wieder erholt. Ich weiß nicht genau, was wir hatten. Aber ich glaube, uns geht's wieder gut. Keine Ahnung, was das war. Wir haben uns irgendwas eingefangen. Eine Drogensucht oder so. Aber ich schätze, uns geht's wieder gut. I guess. Also gehen wir jetzt einfach zurück zur stählernen Bruderschaft. Beziehungsweise, warte mal, solange wir jetzt hier sind, sollte ich vielleicht mal die ganzen Dateien, die wir da geborgen haben, benutzen. Da können wir nämlich, glaube ich, ein paar Erfahrungspunkte rausholen. Komisch, sieht aus, als könntest du es in deinem Pitboy benutzen. 100 Erfahrungspunkte, Daten wurden geladen. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Gut. Auf zur stählernen Bruderschaft. Ach so, shit. Wir müssen ja erst wieder den Ausgang der Stadt finden. Oben ist einer. Auf geht's. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, wir hatten zumindest keine schwere Strahlenkrankheit. Nicht schwer genug, dass sie uns umgebracht hätte. Und vielleicht waren wir wirklich irgendwie abhängig nach irgendwas. Aber das haben wir scheinbar auch überstanden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was das war. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube, es ist vorbei. Und wir können jetzt ganz normal weitermachen, als wäre nichts gewesen. Oh, was haben wir denn hier? Eine wilde Gang, wilder, wütender Wuselwichte. In die Augen. Der ist ziemlich tot. Warte mal, du bist der mysteriöse Fremde, oder? Ich sollte wirklich mal den Perk nehmen, dass Gegner markiert sind. Das hier ist definitiv ein Raider. Okay. Hast du den Part nochmal offscreen alleine gespielt? Nee, ich habe das Savegame modifiziert. Ich habe mit dem Savegame-Editor unseren Strahlungswert auf einen vernünftigen, überlebbaren Wert gesenkt. Ich habe ein bisschen gecheatet, damit wir weiterspielen können. Damit ich eben nicht nochmal alles spielen muss. Wow, was hatte denn der alles dabei? Das kann ich bestimmt wieder alles nicht tragen, ja? Bin eh schon voll. Ian! Ich hätte da mal einen Vorschlag für dich.
Genau, es geht normal weiter. Ian, was hältst du davon, wenn du mal die ganzen Schlüsselkarten nimmst, weil die brauchen wir, glaube ich, alle nicht mehr. Und die Mentats. Ah, das Magazin könnten wir noch lesen. Und das da alles. Und das da auch. Und die Munition auch. Bitteschön. Ein gutes Geschäft. Finde ich lustig, dass die Begleiter immer so sind. Ja, das ist ein gutes Geschäft, wenn ich denen einfach ihr Inventar immer voll klatsche. Mit Zeugs, dass ich ihn dann später wieder klaue, bevor ich es verkaufe. Ja, eben. Ich hatte auch keinen Bock, das alles nochmal zu spielen. Ian, man nennt ihn auch Backpack. Ja, genau. So. Jetzt aber. Die Reise geht weiter. Oh, schon wieder. Was ist denn jetzt? Oh, Skorpione! Gegen die haben wir schon lange nicht mehr gekämpft. Seit dem letzten Mal bin ich ganz schön mächtiger geworden, Skorpione. Ich will nur, ne, dass ihr wisst, auf was ihr euch hier einlasst. Noch könnt ihr fliehen. Flieht, ihr Narren. Nein, aber zielen kann ich immer noch nicht. Tja. So. Hat ein Cheater nicht kleine Schwengel? Hm. Wie ist denn das? Hat man den von Anfang an und wird dadurch zum Cheater? Oder wird der kleiner durchs Cheaten? Das müsste man mal wissenschaftlich untersuchen. Ich finde in Fallout 2 nicht nur die Quality of Life Verbesserung, sondern auch die Persönlichkeit der Begleiter. Ja, voll. Viel besser. Und vor allem, wenn man dann auch noch den Community-Fan-Patch sich installiert, über den dann auch die individuelle Power-Rüstung-Skins bekommen und lauter so Sachen, ne? Das ist halt wirklich sehr, sehr nice. Das ist so eine Huhn-Ei-Frage, ja, genau. Brotherhood, ich hab was für euch. Ihr werdet es nicht glauben. Ich steck mal lieber die Waffe weg. Ich hab was für euch. Ihr werdet es nicht glauben. Hey, du wieder. Hast du was mitgebracht? Aber klar doch. Super. Aber der High Elder meinte, du musst es mir geben, bevor du eintreten darfst. Na gut, okay. Großartig. Warte, ich mach die Tür auf. Okay. Das ging ja einfach. Das ging ja leicht. Die lassen wohl wirklich jeden da rein. Ja, ich finde auch, ich mag auch die klassische Brotherhood sehr gerne. Guten Tag, Neuling, wie kann ich dir helfen? Hey, Schöne, gut siehst du aus. Wann kann ich dich abholen? Oh Gott, kannst du mir sagen, wo ich unseren High Elder finde? Maxen, der High Elder, ist im 4. Stock zu finden. Wenn du den anderen Aufzug ins 4. Stockwerk nimmst, sollte er entweder im Ratsraum oder im Zimmer des Elder sein. Okay, vielen Dank. Gucken wir mal. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Man ist nicht jeden Tag im Bunker der stählernen Bruderschaft, ne? Reden wir mal ein bisschen mit den Leuten. Geh bitte, du hast hier nichts verloren. Und er macht die Tür wieder zu. Na gut, okay. So viel dazu. Kann ich dir helfen? Rhombus, höchstpersönlich. Kann ich dich was fragen? Erzähl mir was über dich. Ich bin Rhombus, Führer der Paladins. Rhombus. Ich bilde die aus, die willig sind zu lernen. Okay, Rhombus. Was für Zeug hast du denn so drauf? Zeugs? Ich könnte dich kämpfen lehren, wenn du eine Spur Talent hättest. Doch der High Elder hat verboten, Neulinge auszubilden, solange eine Invasion droht. Hm? Was denn für eine Invasion? Ich darf darauf nicht antworten. Geh zum High Elder, wenn du willst. Das ist ganz normal, Vello. Das Ziel des Instituts in Fallout 4 versteht niemand, weil das wird nicht erklärt. Man weiß nicht, was die wollen. Die tauschen so ein bisschen Leute aus und klonen irgendwie Dingsy und machen sich ihr Sklaven her und machen Supermutanten-Experimente, aber keiner weiß, warum. Keiner weiß, was die eigentlich wollen, was deren Vision fürs Commonwealth ist. Keiner weiß es.
Die wissen es nicht mal selber. Man kann ja sogar Anführer werden und nicht mal dann erfährt man, was man eigentlich macht. Was eigentlich der Plan ist. Rambos, ein Nachfahre von Ambus, der Regulator. Ambus, der Rabiator. Ja. Der ist quasi so ein bisschen die rechte Hand vom Vorgänger Maxon gewesen, vom Sohn vom Original Maxon quasi, Roger Maxon, ne? Und der hat im Grunde die stählerne Bruderschaft zusammengehalten, als der gestorben ist. Und der hat auch eine ganz wichtige Rolle in Fallout 1, denn sollte der sterben, dann nimmt das für die stählerne Bruderschaft am Ende von Fallout 1 eine sehr dunkle Wendung und die werden wirklich zu so einer radikalen technokratischen Sekte, die ein zweites Mittelalter über die Menschheit bringen, ein dunkles Mittelalter mit voller grausamer Scheiße. Deswegen ist der sehr wichtig. Wenn der nicht überlebt, also dass der überlebt, ist offensichtlich Kanon, aber wenn der nicht überlebt, dann ist die stählerne Bruderschaft sehr schnell sehr problematisch für alle anderen. Man könnte meinen, die haben das Ziel, einfach nur so umständlich wie möglich zu leben. So umständlich, wie es geht. Das Institut, ja. Das ist schon komisch. Ich bin ehrlich gesagt, Vello, auch gerade irritiert, von welcher Inversion der spricht. Weil, so viel ich weiß, glauben die mir jetzt erstmal gar nicht, dass es Supermutanten wirklich gibt. Oder dass das eine Bedrohung ist zumindest. Ne? Deswegen bin ich mir auch gerade gar nicht sicher. Aber gut, ich finde es immer noch schade, dass es in Fallout 4 kein friedliches Ende gibt. Ja, vor allem macht so vieles keinen Sinn, ne? Das denke ich mir auch immer. Verzeihung. Dass die Minutemen oder auch die Railroad, beide eigentlich, dass die das Institut zerstören müssen, beide. Das macht für mich zum Beispiel überhaupt keinen Sinn. Da ist so viel High-Technology, gerade aus Sicht der Railroad ist da das Erbe aller Synths quasi, die Geburtsstätte und so weiter und so fort. Das einfach in die Luft zu sprengen, macht für mich gar keinen Sinn. Und selbst wenn die stählerne Bruderschaft in Fallout 4 sehr viel radikaler dargestellt wird, wird es für die auch eigentlich viel mehr Sinn machen, die ganze Technologie zu bergen und zu wahren und zu beschützen, wie es die stählerne Bruderschaft eigentlich macht, um nicht einfach in die Luft zu jagen. Ist auch für die Bruderschaft untypisch und ja, vieles macht da in den Enden nicht so ganz viel Sinn, ne? Es wäre natürlich viel mehr Aufwand gewesen, ist schon klar, dass man nicht 20 Enden macht für das Spiel, aber so Allianzen zwischen einzelnen Fraktionen wären durchaus denkbar und sinnvoll gewesen. Aber gut. Im Krieg mit den Vipers war der auch schon dabei. Rombus hier, ja, genau. Der war bei den Vipers schon mit vor Ort. Ach komm, jetzt sag schon, welche Invasion. Nein. Ach, sag schon. Bist du taub? Ich sag's nicht nochmal. Okay. Ich verschwende keine Zeit mehr mit dir. Okay, ich glaube, Rombus mag uns nicht mehr. Ich find's lustig, dass sowas geht in dem Spiel. Nun gut, ich bin ganz Ohr, du Neuling. Oh, weißt du? Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das dein Zimmer ist. Du lügst, Neuling. Das macht. Nein, hör auf, Rombus, hör auf. Das wollte ich wirklich nicht. Oh Gott. Jetzt hat er uns rausgeschmissen. Ich dachte schon, der bringt uns um. Typen wie dich wollen wir hier nicht. Verschwinde. Verschwinde. Ich darf nicht mehr rein. Wisst ihr, so oft in Fallout, in den klassischen, ist es ganz egal, dass ich durch irgendwelche Türen gehe oder Saves plündere. Und jetzt sowas hier, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich habe natürlich nicht mehr gespeichert, aber ist auch nicht schlimm. Komm, gehen wir einfach nochmal direkt schnurstracks zur Brotherhood ohne Zwischenstopp. Diesmal wissen wir ja, dass wir überleben. Also ich hoffe es, dass wir wieder überleben. Ja. Aber hey, ich finde es noch sehr nett, ehrlich gesagt, dass die uns einfach nur rausschmeißen. Das hätte auch schlimmer laufen können. Ich dachte, der öffnet jetzt das you Feuer. You want stars? I'll give you stars. I'll give you stars. Hi, Desert Railgun. Um ein Haar wurden wir von riesigen Felsbrocken zertrümmert. Das ist aber nicht schön.
Achso, der Krieg mit den Vipers ist schon vorbei jetzt hier, wenn Fallout 1 spielt. Bavarian-Hart ist jetzt ein Birdrider. Ey, danke schön, Nelani, fürs Abo verschenken. Sehr nett von dir und danke schön, Saita, für den Superchat. Schön, dass du da bist. Hallo. So, weiter zur Brotherhood. Komm schon. Dammit. Und diesmal speichere ich. Aber kann auch niemand anders Rumble so empfindlich ist. Come on. Ich hab doch gesagt, dass es ein Versehen war. Hab doch jetzt schon dreimal Entschuldigung gesagt, Mensch. Ich wollte doch nur wissen. Ich wollte doch nur wissen, von welcher Invasion der redet. Hope this is not Chris's sandwich. Ich hoffe auch. Chris mag das gar nicht, wenn man seine Sandwiches geht. Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe nicht Ian erschossen. Die sehen alle gleich aus. Bist du Ian? Ja, das ist Ian, Gott sei Dank. Ich dachte für einen kurzen Moment, ich hätte Ian erschossen. Das wäre echt doof gewesen jetzt. Gott sei Dank. Warum sieht Ian auch aus wie ein Raider? Komm, also wirklich. Carter, du kannst dich nicht auf die Tastatur legen. Also du kannst es schon, aber du sollst es bitte nicht, okay? Du kannst machen, was du willst, aber nicht auf Maus und Tastatur. Bitte. Das wäre echt nett. Okay. Bleiben wir jetzt in der Posekarte oder was ist der Plan? Gut. Hat er es vom Bildschirm? Ich finde den OK-Knopf nicht. Duck dich mal ein bisschen. Okay. Weiter geht's. Ja, wirklich, der Alien Blaster ist jetzt mal höchste Zeit. Cutter, Arsch runter. Danke. Jetzt sitzt er vorm Chat. Jetzt sehe ich euch leider nicht mehr. Wow. Was ist denn jetzt los? In welche Gang sind wir denn da geraten? Jetzt muss ich wirklich aufpassen, wer Ian ist von den ganzen Klonen hier. Resident Evil. Hab ich mich erschrocken gerade. Das ist sehr laut bei mir. Der mysteriöse Fremde. Rückzug, ruft da. Ja, würde ich auch sagen, dass Rückzug eine gute Idee ist. Hey! Lasst ihr den mysteriösen Fremden in Ruhe. Guckt, sonst erschießt euch ihren. Habt ihr jetzt davon. So, schön, dass wir den Kampf gewonnen haben. Aber ich habe jetzt schon keinen Bock auf das Inventarmanagement und dass ich Ian alles geben muss. Aber gleichzeitig habe ich auch kein Interesse dran, dass ich das alles liegen lasse, ne? Looten muss schon sein. Ja, Ian könnte sich ohne Probleme in so eine Raider-Gang einschleichen und niemand würde merken, dass er da ist, weil er einfach unsichtbar ist. Level up! Yes! Lursi ist jetzt ein Birdrider. Lursi, danke schön für deinen Prime Sub. Super duper nett von dir, danke schön. Okay, ihr nimm alles. Ich pack den einfach zu mit Waffen und so. Der sucht sich dann schon aus, was er braucht, ne? Oh, der zweite Teil hat auch so Funktionen wie alles nehmen, wenn ich mich recht erinnere und sowas, ne? Der zweite ist so viel komfortabler. Das ist schon alles sehr gut. Ich freue mich schon drauf, im zweiten Teil wieder das Raider-Lager auszuräumen, das wirklich gut bewacht ist und daraus dann so ein bisschen meine Basis zu machen. Und dann auch wirklich alle Begleiter, Begleiterinnen zu sammeln und in der Basis irgendwie reinzustellen und mein ganzes Inventar in die Schränke zu sortieren. Also dieser Basenbau aus Fallout 4, das habe ich schon immer ein bisschen... wenn ich das Geräusch höre, sagt mein Hirn immer automatisch, thank you.
Was wollte ich sagen? Genau, das ist für mich schon ein bisschen so ein Fallout 2 gewesen, dass ich mir einfach einen Ort aussuche, den ich schön finde, und das ist dann unsere Basis und da kommt dann alles rein. Okay. Das ist doch gut. Dann passt mal auf, wenn wir jetzt schon hier sind, lade ich mal nach. Dann speichere ich kurz. Und dann werde ich jetzt noch mal schnell die ganzen Daten in meinem Pitboy laden. Das Redaway nehmen aus Fairnessgründen. Und dann lesen wir auch noch das ganze Bullets Magazin. Und dann haben wir das alles. Okay, so, weiter geht's. Das stimmt, Ian könnte sich mittlerweile, glaube ich, ein schönes Leben machen mit dem ganzen Zeug, das er einfach trägt. Wenn der eines Nachts mal abhaut, der ist Kronkorken-Milliardär. Und ich stehe irgendwo mit nix in der Wüste. Na gut, ich habe einen Kampfpanzer, ne? Eine Kampfrüstung. Oh nein, what? Aber... Deathclaw, ich habe eine neue Rüstung an. Hui, die schützt mich zumindest immer ein bisschen, immerhin ein bisschen, ne? Aber einfach so eine wilde Deathclaw in der Wüste treffen, das ist auch unangenehm. In die Augen! Sehr gut, und mittlerweile, und das macht mich schon sehr viel mächtiger, kann ich zweimal schießen. Und der mysteriöse Fremde ist auch noch dabei. Yes! Die schaffen wir schon. Nee, nicht Doc mit ihr schießen. Oh mein Gott, mysteriöser Fremder. Und Ian, weißt du... Oh Gott. Bei so einem Team braucht man wirklich keine Feinde mehr. Der mysteriöse Fremde erschießt Doc mit halb. Ian erschießt mich halb. Nee. Also wirklich. Deathclaw in die Augen. Die sind immer noch so gefährlich, ey. Fallout 1 Deathclaws sind einfach absolut crazy. Jede einzelne Runde könnte unsere letzte sein. Oh. Okay, aber die Deathclaw kann nicht mehr so viel aushalten. Sie ist so gut wie tot. Also, in die Augen. Yes! Holy shit! Wow! Die bringen aber auch 1000 Erfahrungspunkte, das ist auch crazy! Headhunt 0R ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön, Headhunter, für dein Prime-Sub. Das ist super nett von dir. Freut mich sehr. Ja, der Highwayman in Fallout 2, ne, als mobile Basis mit Kofferraum, das ist schon ziemlich großartig, finde ich auch gut. Ich spiele zurzeit Mass Effect, auch sehr gute Wahl. Sehr cool. Kommt nach Fallout 2, Fallout Tactics, ja, Fallout Tactics. Und wir werden sogar Fallout Brotherhood of Steel spielen. Ich habe das schon mal gespielt und wir werden es durchziehen jetzt, komplett. Ich spiele das durch. Oh Gott, ey. Doch, doch. Wir spielen auch Brotherhood of Steel durch. Guck mal, da hat jemand ein paar Kartons stehen lassen. Hey, zurzeit kommt der mysteriöse Fremde aber oft. Eine Zeit lang ist er gar nicht aufgetaucht und jetzt irgendwie ständig, ne? Der kommt aber irgendwie auch nur so ein bisschen zu den unproblematischen Kämpfen, habe ich das Gefühl, ne? Solange es nichts Ernstes ist, taucht er schon auf. Aber wenn es zu gefährlich wird, dann bleibt er lieber mal weg. Ist das, was du mit dem Zielen der Sweats
Also kann man schon, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, ob das im ersten Teil schon einen Namen hatte, aber im Endeffekt ist das basically der Wets-Modus, genau. Das war halt im ersten Teil einfach das normale Kampfsystem. Hey, du wieder. Na klar, okay. So, jetzt gehen wir rein und bevor wir mit Rhombus reden. Achso, jetzt habe ich die Tür aufgemacht, vorzeitig, und er hat es wieder zugemacht. Auch gut. So, und wenn wir jetzt da unten sind, speichere ich nochmal. Oh, die Kategorie bei Twitch. Ach shit, da hast du recht, das muss ich schnell machen. Das muss ich schnell selber machen. Warte kurz. Fallout 1 Update. So, jetzt kann es weitergehen. Okay, Rhombus, versuchen wir es nochmal. Wir haben uns vorher irgendwie auf dem falschen Fuß... Rhombus? Ah, Rhombus ist da hinten, auf dem Klo. Jetzt habe ich Angst, da reinzugehen, ne? Aber vielleicht... Wer ist da? Oh Gott, er kommt! Was ist das? Ein kleines Gerät? Ich nehme das kleine Gerät. Schnell raus! Rhombus kommt! Nein, lauf! Nun gut, ich bin ganz Ohr, du Neuling. Ich bin neu hier und kenne mich nicht aus. Dann geh. Und ich vergesse diesen kleinen Vorfall. Okay, danke. Tschüss. Achso, warte. Nicht wieder reingehen. Er hat mich schon rausteleportiert. Wir vergessen den kleinen Vorfall. Ich habe ihm gerade ein kleines Gerät geklaut aus seinem Schrank. Ich weiß nicht, was das ist. Aber okay. Schauen wir mal, wen wir noch so treffen. Tut mir leid, ich darf mit keinem sprechen. Hallo Neuling, alles in Ordnung? Darf ich da reingehen? Halt, stopp, erst speichern. Ich speichere ab jetzt immer hier. Ich will nicht, dass die mich gleich wieder rausschmeißen. Man darf ja hier, weißt du, man darf ja gar nichts machen. Nicht mal deren Privatspinde darf man plündern, also wirklich. Die sind schon sehr streng hier. Ja, ne, das ist eine Kleinigkeit, aber tatsächlich stört mich das auch an den neueren Fallout-Spielen, dass man Wets-Modus nicht auf die Augen zielen kann. Warum denn nicht? In die Augen ist doch das Beste. Hallo, du bist bestimmt der Neuling von draußen. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Was kann ich für dich tun? Wo bekomme ich bessere Waffen und Ausrüstung? Wir haben es aber eilig. Als Neuling hast du auf ein paar Dinge Anspruch. Ich stell dir deine Zulassung für eine Kampfrüstung und 3 Runden Magazin Munition aus. Kugeln kannst du dir selber aussuchen. Die Vorräte hältst du von Michael im Zimmer nebenan. Ach, dammit, die haben wir ja schon. Danke, ich hätte aber gern lieber ein paar Hightech-Waffen. Ah, ich weiß nicht. Du hast dich zwar als Neuling bewährt, aber wir wollen nicht gleich Waffen an jemanden austeilen, der vielleicht nicht qualifiziert ist. Vor allem, wenn es einer von draußen ist, du verstehst schon. Ich könnte wirklich ein bisschen mehr Feuerkraft gebrauchen. Du hast ein ziemlich gutes Ansehen erlangt. Die Leute, mit denen ich geredet habe, halten sehr viel von dir. Ich glaube, das hat sich aber schnell rumgesprochen. Der hat Rhombus sein kleines technisches Gerät aus dem Spind geklaut. Ob du es glaubst oder nicht. Die halten sehr viel von dir. Ich glaube, du brauchst keine Hilfe. Was? Du kannst dir durchaus selber helfen. Ich finde, ich brauche Hilfe. Ela Sings ist jetzt ein Birdrider. Zumindest von Ela Sings bekomme ich ein bisschen Hilfe. Dankeschön für deinen Sub im 2. Monat. Ist sehr nett von dir. Wets ist in dem Sinne eine Einführung von Bethesda, um diesen rundenbasierenden Modus so ein bisschen quasi, wisst ihr, so ein bisschen einzufangen, was ich eigentlich ganz nett finde. Du brauchst keine Hilfe durchaus selber. Wenn du mir jedoch bei einem kleinen Problem hilfst, kann ich dir vielleicht eine kleine Belohnung zukommen lassen. Was für ein Problem? Ich habe einen unserer Neulinge vor kurzem zum Hub geschickt und wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Wenn du herausfinden könntest, was mit ihm geschehen ist, wäre ich dir sehr dankbar.
ist jetzt ein Birdrider. Und sehr dankbar bin ich auch dich für 5 Subgifts. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr nett von dir. Okay, das schaue ich mir mal an. McFlurry 92 ist jetzt ein Birdrider. Lucky 469 ist jetzt ein Birdrider. Simmerile ist jetzt ein Birdrider. Einen haben wir noch. Rinsa ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, Dech, für deine wundervollen Subgifts. Sehr nett von dir. Hallo, Bruder, wie kann ich dir helfen? Was machst du hier? Oh, nichts. Nichts ist so ruhmreich wie unser Paladin. Ich betreibe den Versorgungsraum, prüfe die Geräte und gebe Vorräte aus. Ich möchte was überprüfen. Wie mache ich das? Du brauchst eine richtige Genehmigung. Nur ein paar wenige Leute können die Genehmigung erhalten, die man braucht, um Dinge aus dem Versorgungsraum zu überprüfen. Ich habe eine Genehmigung dafür, was zu überprüfen. Ich glaube, überprüfen ist irgendwie nicht die richtige Übersetzung, oder? Kannst du mal den Terminal kontrollieren und schauen, ob es schon durchgegangen ist? Okay, lass mich mal schauen. Ja. Du hast die Genehmigung, was zu überprüfen. Okay. Angriff ist die beste Verteidigung. Oder war das andersrum? Naja, egal. Hier hast du deine Rüstung. Pass auf sie auf. Du bekommst sie nur einmal. Brauchst du noch was anderes? Ja, ich brauche noch was anderes. Oh, noch was? Tut mir leid, das ist mir entgangen. Warte mal kurz. Ja. Du hast die Genehmigung, was zu überprüfen. Okay, du willst doch bestimmt Munition, oder? Welche Art Munition? Oh nein, keine von denen, ehrlich gesagt. Ich möchte Energiezellen. Ach, mit dem kann ich alles nichts anfangen. Und den letzten Punkt kann ich interessanterweise nicht mal auswählen. Der leuchtet nicht. Ich weiß nicht. Bevor ich dir was geben kann, musst du zuerst herausfinden, welche Munition du brauchst. Schau dir die Waffe gut an, für die du Munition brauchst. Wenn du das weißt, gib mir einfach Bescheid. Na, ehrlich gesagt, brauche ich nichts. Ja, dann fahren wir jetzt mal runter zu Elder Maxen, würde ich sagen. Nimm die wertvollste, das ist eine gute Idee. Weil wetten, ich bin eh wieder überladen, insofern, die holen wir uns später. Und damit meine ich höchstwahrscheinlich nie, weil ich es vergessen werde. So, jetzt pass auf, wir sind jetzt wahrscheinlich auf 1, oder? Ja, okay. Dann fahren wir jetzt mal der Reihe nach die Stockwerke durch und schauen uns noch ein bisschen um. 2. Ich nehme die 3. Gucken wir mal, wen wir hier so finden. Aber erstmal schnell speichern. Wir haben ein Stockwerk geschafft, ohne dass die uns rausgeworfen haben. Das ist ein Erfolg wert. Vre ist mein Idol. Das ist alles, was? Tut mir leid, aber ich kann im Moment nicht reden. Tut mir leid, aber ich kann im Moment nicht reden. Ich muss eine Stunde halten. Ach, die haben hier aktiven Unterricht gerade. Okay, dann gehe ich mal. Während ihr hier Unterricht habt, habt ihr doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich eure privaten Kisten ein bisschen durchsuche, oder? Nur ein bisschen. Oh, die Tür ist verschlossen und da ist jemand drin. Ah, weiß ich nicht. Die sollte ich lieber nicht aufbrechen, wahrscheinlich. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe das Gefühl, die Bruderschaft versteht da keinen Spaß. Aber die sind alle verschlossen. Die könnte man so schön knacken, Mensch. Oh, da darf ich rein. Cherry, ein junger Mann. Hallo, du musst Bruder Landsquid sein, der Neuling aus der Außenwelt. Ich heiße Cherry. Ich bin ein neuer Zimmergenosse. Ach, was. Ich bin auch ein Neuling. Ich habe so ein hartes Training hinter mir. Bist du ein Knight-Neuling oder ein Scribe-Neuling? Ich schätze eher Knight, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Tja, ein Knight zu sein wäre toll. Bei denen ist wenigstens was los. Und die bauen all das Zeug.
Ich habe mich zwar noch nicht entschieden, aber ich tendiere zu den Nikes. Langweilig dich? Es gibt Leute, die behaupten, ich rede zu viel, aber ich glaube, dass sie mich nicht verstehen. Ich habe einfach viel zu sagen. Nö, nö, keineswegs. Ja, der Meinung bin ich auch. Naja, ich bin echt froh, dass du mein neuer Zimmergenosse bist. Der letzte hatte ständig Stöpsel in den Ohren, keine Ahnung warum. Jedenfalls kannst du ruhig all deine Sachen hier lassen. Ich brauche nicht viel Platz. Möchtest du das obere Bett? Ich tausche mit dir, wenn du willst. Du schnarchst doch hoffentlich nicht, oder? Naja, ist auch egal. Bis dann. Okay. So, dann können wir hier uns mal kurz ein bisschen umschauen. Aber wahrscheinlich ist alles leer. Ich schätze mal, hier könnte ich theoretisch wirklich Sachen lagern, damit ich die ein andermal verkaufen kann. Oh, was haben wir denn hier? Oh, meine Tragekapazität ist leider voll. Ian! Aber ich habe ja Ian, ne? Deswegen brauchen wir gar keinen Stauraum. Warum tragen die als ursprünglich militärische Organisation eigentlich Mönchskutten? Naja, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg wurde dieses ursprüngliche, hier wir beschützen jetzt die Nachkriegswelt vor den Gefahren der Technologie, wurde halt quasi ein Kult im Grunde. Passiert ja schnell mal. Aus dieser logischen Entscheidung von damals wurde quasi was Verehrungswürdiges, ein Kult einfach. Im Grunde eine Religion, so ein bisschen. Oder die haben irgendwie Kleidung gesucht, um ihre Gelehrten abzuheben von den anderen und haben noch irgendwo eine Ladung Bademäntel gefunden. Und so hat sich das entwickelt. Das ist auch möglich. Ich mache nur gern mal einen Witz, keine Sorge. Okay. Hallo, kann ich dir helfen? Operierst du auch? Aber natürlich, allerdings kosten Operationen viel Geld und Zeit. Einzelheiten? Gut, ich kann dir zu mehr Stärke, einer besseren Wahrnehmung, mehr Ausdauer verhelfen, deine Lernprozesse beschleunigen und dein Geschick steigern. Über was willst du mehr wissen? Ich kann jede Operation nur einmal durchführen. Also höchst interessant. Wir können jetzt hier unsere Stats erhöhen. Ich würde gerne über mehr Beweglichkeit Bescheid wissen. Das ist keine sehr schwierige Operation, aber sie kostet viel Geld und Zeit. Sie kostet 5 Scripts und die Genesung dauert 3 Wochen. Okay, habe ich so viel? Können wir mal handeln? Nee. Machen wir das. Tut mir leid. Aber ohne Geld keine Welt. Ja, okay, aber das ist gut zu wissen. Da können wir sehr viel Kronkorken. Wir müssen mal irgendwo unseren ganzen Schrott verkaufen. Wir können uns, glaube ich, eh viel leisten, wenn wir das mal verscherbeln, was wir da alles jetzt gebunkert haben. Und dann können wir uns hier unsere Stats permanent um 1 erhöhen lassen. Alle. Das ist sehr gut. Aber jetzt fahren wir erstmal ins nächste Stockwerk. Brauchst du nicht immer noch mehr Stärke für das Plasmagewehr? Hm, genau eben. Mehr Stärke wäre super. Aber wir kriegen ja auch noch irgendwie eine Powerrüstung hier. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche Kriterien wir erfüllen müssen für die Powerrüstung. Aber das werden wir auch gleich rausfinden. Hallo, Bruder Landsquid. Das hat sich echt schnell rumgesprochen, ne? Dass ich hier bin. Nicht schlecht. Scribe. Sophia, eine Lehrerin. Sei gegrüßt. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Hast du dich verirrt? Kann ich dir helfen? Ich suche Vre. Ich habe keine Ahnung, wo wir den Namen überhaupt geschnappt haben. Ich bin Vres Assistentin. Vre ist da drüben. Danke. Guten Tag. Ein schöner Tag zum Lernen. Kann ich dir helfen? Hallo. Ich weiß, du bist der Master Scribe, aber was genau machst du eigentlich? Ich sammle das Wissen unserer Vorfahren für kommende Generationen. Interessant. Dann weißt du bestimmt eine Menge Zeug. Ja, man kann wohl sagen, dass ich Zeugs weiß. Okay. Wie kann ich dir helfen?
Erzähl mir über die Waffen, die hier hergestellt werden. Sprich mit den Knights. Sie sollen dir eine meiner neuesten Laserpistolen zeigen. Danke. Wie kann ich dir helfen? Ich habe was von Holo-CDs gehört. Wie kann ich die Daten darauf lesen? Nimm den Pip-Boy 2000 und lies die CDs. Leg die CD ins Gerät ein. Wenn du was über Computer weißt, solltest du es schaffen, die Daten zu lesen. Danke. Wie kann ich dir helfen? Warum geht das immer wieder zu? Wie kommt es zu all diesen Mutationen? Nach all den nuklearen und biogenetischen Waffen gibt es überraschend wenige Mutationen. Aber wenn wir durchhalten, wird alles wieder gut. Sollte der Satz wirklich so heißen? Nach all den nuklearen und biologischen Waffen gibt es überraschend wenig Mutationen, aber wenn wir durchhalten, wird alles wieder gut. Hä? Sollte das nicht irgendwie heißen, überraschend viel? Oder wisst ihr, was ich meine? Das ist ein sehr weirder Satz. Wie kommst du darauf, dass alles wieder gut wird? Die Mutanten, die ich sah, waren steril. Sie können sich nicht mehr fortpflanzen. Wenn wir die Gründe der Mutation loswerden, können wir sie schlicht überleben. Interessante Theorie, aber gibt es dafür Beweise? Hier, nimm die Holo-CD. Darauf sind die Autopsien von toten Mutanten. Sie zeigt deutlich, dass wohl kein Mutant sich fortpflanzen kann. Danke. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich mich besser vor Verstrahlung schützen? Du brauchst Arznei gegen die Strahlung. Hier, nimm das sofort, wenn du glaubst, du näherst dich der Strahlung. Danke. Das hätte ich mal ein bisschen früher brauchen können. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal mit Ian reden, ey. Aber, Ah ja, genau, das ist der Autopsiebericht. Den schauen wir uns jetzt mal an. 100 Erfahrungspunkte. Oder beziehungsweise muss ich gar nicht mit ihm reden. Ich muss ihn mal kurz bestehlen. Ian, stehen bleiben. Ich will nicht versehentlich jemand Falschen hier bestehlen. Das wäre unangenehm. Ich will nur kurz gucken. Das ist ein oder? Das ist eine Bossrüstung. Da gibt es tatsächlich auch schon im ersten Teil. Okay, Unterschiede. Da muss ich mal gucken, ob die nicht tatsächlich besser ist. Mhm. Minimal. Ein bisschen besser. Wobei, doch. Okay, genau. Ich habe es mir nämlich gedacht. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich hatte das noch so im Hinterkopf. Dann nimm bitte nochmal die andere. Wir sind so reich, ey. Wir müssen jetzt dann echt irgendwo unser Zeug verkaufen und dann lassen wir uns alle Special Stats nach oben operieren, wie bescheuert. Dankeschön. Okay. So weit, so gut. Gibt's hier sonst noch was? Eventuell. Ganz schön weitläufig hier unten. Sollten wir uns nochmal umschauen. Ah, ich glaube, hier können wir theoretisch die Power-Rüstung kriegen. Nicht ohne weiteres. Das hat natürlich wieder, ne? Nix ist leicht hier in dem Spiel, aber... Ich glaube, hier ist unsere Anlaufstelle. Ah, du bist das also, was? Was? Nichts. Bis jetzt ist bloß noch niemand jemals vom alten Orden zurückgekehrt. Was? Warum hat man mich dann dahin geschickt? Wollten dich wohl loswerden, was? Hast die ganz schön verarscht. Tja. Der einzige Grund, das ist ehrlich. Der einzige Grund, warum ich beigetreten bin, ist, weil ich die Powerrüstung wollte. Ich würde dir ja eine Rüstung geben, aber es fehlt der systolische Motivator. Ohne den ist sie nutzlos. Wo kriege ich denn sowas? Im Vorratsraum liegen mehr als genug herum, aber Michael und sein blödes Formular meint, dass dieser besondere Anzug nicht den Anforderungen entspricht. Scheiß Bürokraten. Ha. Was meinst du, den Anforderungen nicht entsprechen?
Siehst du das Augenstück da? Ich müsste es wieder anlöten und es schaut nicht so schön aus, wie es für die Inspektion nötig ist, nehme ich an. Okay. Wenn ich dir einen systolischen Motivator bringe, würdest du sie für mich dann reparieren? Boah, warte mal eine Minute, Alter. Das würde ein paar Stunden dauern. Ich kann dir eine Anweisung und mein Werkzeug leihen, aber reparieren musst du sie selber. Ah, wo außer von Michael kann ich sowas denn herbekommen? Naja, Rhombus hat ein paar. Ich würde ihn aber nicht darum bitten. Nur die Gelehrten dürfen die Powerrüstung da tragen. Übrigens glaube ich, dass er eine unnötige Neigung zu denen hat. Eine unnatürliche Neigung zu denen hat. Hä? Rhombus hat eine unnatürliche Neigung zu den Gelehrten? Oder? Hä? Okay, herzlichen Dank. Hey Neuling, was kann ich für dich tun? Noch kein Glück. Das muss ich mal speichern. Ich hätte nämlich schon gedacht, als er mir das jetzt gerade gesagt hat mit Rhombus, dass wir ihm das zufällig schon aus dem Schrank geklaut hätten, ne? Oh nein, wir haben das gar nicht mehr. Hat uns Rhombus das abgenommen, als er uns erwischt hat beim Stehlen? Oder habe ich es Ian gegeben? Ah, shit. Ich glaube, das hat Rhombus uns tatsächlich wieder abgenommen. Ich hätte, und ich glaube wirklich, ohne Witz, ich habe das noch nie. Also wirklich jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das noch nie in Fallout 1 benutzt. Ich weiß nicht mal genau, wie das geht. Aber wir hätten einen Stealth Boy. Und ich könnte mal gucken, ob wir uns einfach bei Rhombus reinschleichen und dem einfach mal das Gerät klauen. Der Gerät. Ich darf nicht erwischt werden. Naja, okay, 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 okay. Rhombus? Schauen wir mal. Ach, ich dachte, der hat uns nur rausgeworfen. Ich habe nicht gesehen. Das ist aber dann irgendwie komisch, dass der Ausrede funktioniert hat, oder? Dass wir da zu dem reingehen und irgendwie aus seinem Spind was klauen und dann sagen wir, oh, ich bin neu hier. Keine Ahnung. Und Rhombus sagt, ach so, ja, wenn du neu bist, dann ist schon in Ordnung. Okay, jetzt passt auf. Speichern. Speichern, 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 speichern. Ian. Ach nee, Quatsch. Vergiss es. Ian. Stehlen. Ian hat so viel Zeug. Das ist, glaube ich, der Stealth Boy, oder? Nee, das ist der Stealth Boy. Das andere war der Geigerzähler. Nochmal speichern. Jetzt gehe ich mal hier rein. Inventar. Stealth Boy. Benutzen. Ach, der hat schon das Öffnen der Tür gehört. Shit. Okay. Du bist also ein Dieb? Nein! Pass auf, was wir mit Dieben... Ich kann alles erklären. Okay. Das klingt immer sehr viel bedrohlicher, was Rhombus da sagt, ne? Du bist also ein Dieb? Ich werde dir zeigen, was wir mit Dieben machen. Und dann sagt er, da ist die Tür. Und komm bitte nicht wieder. Okay, jetzt passt auf. Ich bin nicht sehr gut im Schleichen. Aber ich versuch's mal. Versuchen wir es mal mit Schleichen. Verdammt, der hört und der hört, wenn die Tür aufgeht. Da kann ich überhaupt nichts machen. Du bist also ein Dieb? Ja. Wie soll denn das dann gehen, ehrlich? Wenn der die Tür hört, wie sie sich öffnet. Da kann ich ja gar nichts dagegen machen. Da müsste ich warten, bis er nicht da ist, vielleicht. Wester, schnell weglaufen. Hier ist niemand, Rhombus. Das hast du dir nur eingebildet. Mit deinem alten Rhombus-Gehirn. Und wenn du jetzt zurück in dein Schlafzimmer gehst, dann
musst du auch gar nicht mehr nachgucken, wenn du das Geräusch nochmal hörst, weil es war ja schon mal nix. Rhombus, willst du nicht wieder zurück in dein Schlafzimmer gehen? Ja, ich glaube auch, mit einer guten Schleichfähigkeit würde das wahrscheinlich funktionieren, aber so kriegen wir es nicht hin. Na gut, Rhombus, dann behalt dein blödes Gerät in deinem blöden Spind. Dann versuchen wir es nochmal bei Michael da hinten. Achso. Michael, hör mir mal zu. Heile Jack. Hör mir mal genau zu, Michael. Ich brauch was. Okay, lass mich mal schauen. Ah ja, Genehmigung. Ach so, okay. Holen wir jetzt erstmal Munition. So. Ja, aber ich brauche noch was anderes. Ach so, ich darf mir noch mehr Munition nehmen. Okay. Ja, aber ich brauche noch was. Oh, noch was? Ja. So. Shit. Okay, das hat nicht funktioniert. Wie kann ich dir helfen? Hast du mir überhaupt schon mal helfen können? Ich glaube nicht, geh mir aus den Augen. Ich weiß nicht, warum ich das sagen sollte. Oh, Michael, Michael. Ich würde gern andere Dialoge mit dir haben, aber die habe ich nicht. Darf ich da mal rein? Nein. Okay, reden wir mal mit ihm da unten nochmal. Hallo, wie kann ich dir helfen? Arzt, mehr Munition, wichtige Leute, bliblablub. Okay, vielleicht reden wir mal mit Maxen drüber. Vielleicht kann uns Maxen weiterhelfen. Und wir können auch nochmal in den dritten Stock fahren und mit Vri drüber reden. Vielleicht kann die uns noch helfen. Rhombus ist so ein Spießer, ey. Unverschämtheit. Ich möchte ihm doch nur sein blödes, kleines Gerät aus seinem Spind klauen. Ich könnte Rhombus heimlich töten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, Vri ist verschwunden. Nein. Damn it. Huh. Na gut. Ich schaue mich nochmal in den Power-Rüstungsraum um. Dass ich jetzt bei Michael nicht mal die Dialogoption hatte, dass ich nach den Teilen frage, das wundert mich ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt schon gedacht. Ich rede jetzt nochmal mit ihm hier. Nein! Ich rede nochmal mit ihm hier, habe ich gesagt. Nein, ich habe dem gesagt, dass du mich schickst und er wollte mir das Teil nicht geben. Oh, scheiße. Und ich habe geglaubt, du bist clever. Ich habe dir doch gesagt, der Typ hat nichts als Formulare im Hirn. Ich habe versucht, ihn Michael aus dem Kreuz zu leiern. Naja, da muss ich dir recht geben. Der Dialog macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, du hast jetzt deine Chance verspielt, ihn aus dem Vorratsraum zu kriegen. Du musst ihn auf eine andere Weise finden oder such dir eine Powerrüstung woanders. Wo kann ich denn noch eine ausgraben? Naja, Rhombus hat ein paar. Ich würde ihn aber nicht bitten. Huh. Ja, shit. Was heißt denn, ich habe meine Chance verspielt? Ich hatte überhaupt keine Dialogoption mit Michael. Das ist ja voll unfair. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug war oder so. Ich finde das sehr unfair. Okay, jetzt gehen wir endlich mal zu Maxen. Und dann kläre ich das mit dem Chef höchstpersönlich. Dann sage ich mal, Maxen, hör mal zu. Ich brauche eine Powerrüstung. Und da liegt eine. Und wir bräuchten nur einen Motivator. Der ist kaputt. Onkel Owen? Der hat einen defekten Motivator. So, das werde ich ihm sagen. Und dann schauen wir mal. Das wird doch wohl... Da wird doch wohl was zu machen sein. So, bringt mich zu eurem Anführer. General Maxen? Hallo, Freundchen. Hallo. Cabot hat gesagt, du willst mich sprechen. Ich bin, ich habe gerade viel um die Ohren.
Also, ich helfe dir, aber nur, wenn du nicht zu viel laberst. Weißt du, Outsider, die quasseln immer. Bisschen wie ich, hm? Ich finde den gut. Hast du irgendeine Ahnung, was hinter dem Verschwinden der Karawanen stecken könnte? Als die Caravans verschwanden, schickten wir Späher nach Osten und Norden. Die im Norden kamen nicht zurück. Einer kam aus Osten zurück. Er sprach von seltsamen Wesen, nur Muskeln und glühende Augen. Die Elder helfen mir nicht, doch ich bereite mich trotzdem vor. Und woher weißt du, dass die Späher nicht einfach desertiert sind? Egal, ob sie gute oder schlechte Späher sind. Stell ihre Ehrlichkeit nicht in Frage, sonst bist du bald kein Neuling mehr. Werde ich dann befördert? Yes, okay. Na los, mach's rückgängig. Du wirst schon sehen, ob mich das kümmert oder nicht. Nee, okay, Entschuldigung. Aber was wäre deiner Meinung nach der Grund für ihr Verschwinden? Die Händler vom Hub sagten, dass ein paar Caravans Richtung Norden verschwunden sind. Da ist bestimmt eine Armee in den Bergen. Aber ohne Beweis wollen die Elder nichts tun. Ich habe Beweise, dass die Armee für das Verschwinden der Caravans verantwortlich ist. Es ist eine Armee von Mutanten. Du bist also zu Recht besorgt. Sie sehen ziemlich bedrohlich aus. Aber haben wir wirklich Beweise? Dann verstehst du das Problem. Zum Überleben brauchen wir einen, der die Außenwelt kennt. Wie du. Können wir handeln? Nee. Ich werde das Gebiet nördlich von hier erkunden und dann berichten. Das würde ich wirklich gern machen, aber kann ich eine Power-Rüstung haben dafür? Okay, ich werde das Gebiet nördlich von hier erkunden und dann berichten, was ich herausgefunden habe. Gut. Hast du sonst noch Fragen? Könnte ich vielleicht bessere Waffen haben? Nun, sprich mit meiner Assistentin Mathia darüber. Okay. Okay, Maxon hat eine Verbesserung deiner Bewaffnung autorisiert. Für welches entscheidest du dich? Oh, ich kann eine Laserpistole, ey. Nehme ich halt eine Laserpistole. Ich bin froh, dich auf unserer Seite zu haben. Was ist denn nun schon wieder? Ich habe Fragen. Kannst du mir die Geschichte der Brotherhood of Steel erzählen? Schau, ich habe jetzt keine Zeit für so lange Geschichten. Da, wir sind alle damit aufgewachsen. Okay, kann ich dich noch was anderes fragen? Was ist das Hauptziel der Brotherhood of Steel? Unser Ziel ist das Überleben. Die Scribes kopieren alte Waffenpläne oder zeichnen neue und die Knights bauen sie dann. Die meisten Waffen sind von uns. Kann ich dich noch was fragen? Los. Wer sind denn die Elder? Es gibt immer vier. Das ist das Einzige, über das sie sich einig sind. Sie wissen nicht mal, ob sie pinkeln und in welchen Topf sie pinkeln sollen. Kann ich dich noch was fragen? Ja, schieß los. Weißt du irgendwas über Deathclaws? Oh, nichts als dummes Gerede. Manche sagen, es ist ein großes Monster, andere sagen, es ist ein Vampir. Schließt sich das unbedingt aus? Ja, schieß los. Schon gut. Ich finde ihn schon sehr lustig. Hallo Neuling. Du bist also derjenige, der den alten Orden lebend entkommen ist. Und wer bist du? Ich heiße Martha, offiziell bin ich Maxons Assistentin, aber ich achte darauf, dass keiner den alten Mann zu nahe tritt. Alter Mann? Ist das nicht ein bisschen respektlos? Nee. Was machst du so als Maxons Assistentin? Ich mache seinen Papierkram, er hat nicht die Zeit, sich um sowas zu kümmern. Also, wenn er für einen der Brotherhood eine Verbesserung der Bewaffnung arrangiert, bearbeite ich das, was anfällt. Okay, danke für die Auskunft. Ah. Ich befürchte fast, hier kriegen wir auch keinen Motivator für unseren defekten Druiden. Schade. Ich will eine Powerrüstung. Koste es, was es wolle, wenn ich den ganzen Laden hier auseinandernehmen muss.
Ich habe noch 18 Fähigkeitspunkte. Ich könnte die theoretisch mal in Schleichen stecken. Dann könnte ich Schleichen zumindest noch ein bisschen erhöhen. Ich meine, keine Ahnung, 40 Schleichen ist immer noch ziemlich schlecht, ne? Aber mit Stealth-Boy-Bonus, man könnte es versuchen. Den Versuch ist es wert. Weil irgendwie kann ich mit Michael leider da nicht drüber reden, mit diesem Wächter Michael. Ich glaube, ich bin im falschen Stockwerk ausgestiegen. Da hat wahrscheinlich wieder jemand auf den Knopf gedrückt, während, ne, und ich bin dann rausgegangen. Der Aufzug, weißt du, da hat jemand von außen gedrückt und ich dachte, ich bin in meiner Station und bin ausgestiegen und merke dann, ich bin ja gar nicht in meiner richtigen Station. Man kennt das Übliche. Okay, versuchen wir es nochmal. Stealth Boy. Speichern. Speichern. Ian. Du kannst jetzt gehen. Tür geht zu. Dass Doc mit auch draußen bleibt. Dann sind die beiden nämlich auch weg. Jetzt speichere ich nochmal. Das ist gut gelaufen alles. Okay, Achtung. Figur. Schleichen. Nach oben ballern, so gut es geht. 42, okay. Pip-Boy benutzen. Schleichen. Moment mal. Habe ich das gerade? Doch, in Schleichen. Ach so, ich habe es aber irgendwie nicht übernommen, okay. So. Nee. Schleichen. Mit 42. Los geht's. Okay. Wenn wir jetzt erwischt werden, dann weiß ich es auch nicht. Wer ist da? Niemand. Ich bin nicht da. Ich bin unsichtbar. Ich bin ein Geist. Du bist also ich bin der Geist Dieb? Deiner Vorfahren. Ah, du Arschloch. Ich hasse Rhombus. Rhombus ist ein kleiner Arsch. Okay, ich habe noch einen Plan. Achtung. Der braucht ein bisschen, ne? Schnell, schnell, schnell. Dauert viel zu lange. Du bist also... Shit. Oh, warte, jetzt will er kämpfen? Will nur Rhombus kämpfen? Nee, ich kann Rhombus nicht umbringen. Kann ich Rhombus umbringen? Also, ob ich es wirklich kann, ist schon mal eine Frage. Aber ob ich sollte, ne, ist die andere. Shit, jetzt habe ich keine Aktionspunkte mehr und werde nächsten Zug sterben. Zu Recht. Nee, ich glaube, ich habe gerade die komplette Basis auf mich gehetzt, oder? Der Zug dauert sehr lange. Ich weiß nicht, wer gerade dran ist. Oh oh. Oh oh. Ian. Ian wurde einfach schnell halbiert. Ich habe so oft versucht, an den Typen vorbeizuschleichen, immer erfolglos. Ja, wherever you are. Okay, Rhombus. Ich finde das nervig. Wie spät ist es denn jetzt? Jetzt warten wir mal bis morgen früh um 6 Uhr. Und dann warte ich nochmal 2 Stunden bis 8. Und dann nochmal 1 Stunde bis 9. Bewegt sich Rhombus? Nein. Der muss doch mal aus seinem Zimmerchen raus, oder? Warten wir mal bis Mittag. Nein. Trotz Stealth Boy, der kriegt mit, wenn ich die Tür öffne, ey. Das ist wirklich irgendwie blöd. Und da hinten kann ich irgendwie auch nichts mehr machen. Ja. Wisst ihr was? Dann weiß ich es jetzt auch nicht. Dann gehen wir jetzt.
bis Mitternacht, vielleicht schläft er dann. Ich werde es mal versuchen noch. Ja, okay. Warum nicht? Ich glaube aber, der schläft nie. Ich glaube, der steht immer vor seinem Bett und guckt an. Wahrscheinlich soll das symbolisieren, dass er im Bett ist. Was ist denn, wenn ich die Tür öffne, aber nicht an seinen Schrank gehe, sondern einfach nur hier stehen bleibe? Hallo, Herr Rhombus. Die Tür geht aber schnell wieder zu. Kann ich dir helfen? Kann ich dich was fragen? Handeln? Nee. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ich gebe nichts auf Gerede. Na komm schon, nur eine Frage. Nein. Okay, kann ich dich was anderes fragen? Kannst du mir was über die Umgebung hier sagen? Hab und Bonyard sind im Süden, Gebirge im Osten und Ödland im Norden. Okay. Danke. So nah. Du bist also... Nein, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich hätte die Türschwelle nicht übertreten dürfen. Rhombus ist schon ein komplizierter Kerl. Okay, ich glaube, das wird nichts. Ich weiß es nicht. Michael ist kaputt. Wir haben leider keine Dialogoption, über die wir mit ihm über einen Motivator reden können. Und Rhombus ist wirklich hier, der wacht mit Adlersaugen über sein blödes kleines Teilchen, das er da in seinem Spind hat. Das heißt, ich gehe jetzt mal in The Hub oder irgendwas. Dann verkaufen wir einfach mal das ganze Zeug und dann lassen wir uns von der stählernen Bruderschaft mal operieren. Das ist auch schon mal gut. Warte in dem Raum, wo der Spind ist, bis er weg ist. Ja, ich darf den Raum ja eben nicht betreten. Sobald ich über die Schwelle gehe, ne, ist Ende. So, gehen wir nach The Hub. Was ist das da drüben gleich nochmal? Gehen wir da mal rüber schnell. Oh, ein Red Scorpion aus nächster Nähe. Der uns aber im Grunde nichts mehr tun kann. Und der mysteriöse Fremde ist wieder da, ist eh klar. Wenn wir gegen so einen läppischen kleinen Red Scorpion kämpfen, ne? Da ist der mysteriöse Fremde nicht weit. Aber wehe, wir haben wirklich mal irgendwie Probleme. Mit großen Supermutanten-Horden oder so. Dann sitzt er wahrscheinlich irgendwo hinten im Gebüsch und will davon nichts wissen. Nee, passt schon. Gehen wir nach The Hub. Da haben wir viele Handelsmöglichkeiten. Es ist möglich, mit dem Stealth-Boy reinzugehen, aber ohne was zu stehlen und zu warten, bis er in sein Zimmer zurückgeht. Ha, das haben wir tatsächlich noch nicht versucht, ne? Das wäre vielleicht einen Versuch wert. Aber der geht ja eben leider nicht mehr zurück. Das ist das Problem. Der bleibt ja da anscheinend für immer stehen. Ich glaube, die Dinger kann ich jetzt eigentlich verkaufen, oder? Glaube ich nicht mehr. Red Fox unterstrich 1981 ist jetzt ein Bird Rider. Red Fox, vielen, vielen Dank für dein Prime Sub. Das ist super nett von dir. Weißt du was? Gib mir einfach das, was du hast und wir sind quitt. So, gutes Geschäft. Gute Besserung. In der Hub musst du den Bruderschaftssoldaten retten. Ja, genau, Wellow. Das ist der Plan. Da müssen wir jetzt nämlich mal gucken, wo die verschwundene Bruderschaftspatrouille eigentlich hin ist, während wir hier handeln. Da können wir jetzt ordentlich Kohle scheffeln und gleichzeitig eine Quest erledigen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Gucken wir mal. Hi, übrigens, Red Fox. Du bekommst eine Powerrüstung, wenn du im Hub den Soldaten befreist. Kannst dir den Mist mit Rhombus sparen. Ja, eben, genau. Das machen wir jetzt auch. So, Fargo Traders. Handeln. Wie viel Geld habt ihr? Ihr seid doch bestimmt reich. Moment mal, ich handle anscheinend nur mit der Privatperson hier und nicht. Kann ich mit dem da hinten vielleicht nochmal? Butch hat bestimmt mehr Geld, oder?
Okay, der will nicht mit mir reden. Na gut. Aber warte mal, ich sollte außerdem meine Waffe wegstecken. Das hilft wahrscheinlich auch ein bisschen. Dann gehen wir mal zu Pouch runter. Gucken wir mal. Neben Los Hills bekommst du noch eine Powerrüstung in der Mariposa Militärbasis. Ja, aber da schauen wir jetzt lieber, dass wir das hier lösen. Ich kann nicht glauben, dass Decker endlich tot ist. Ich habe schon gedacht, dass wir das nie erleben werden. Können wir trotzdem handeln? Du hast ja auch gar nichts. Ihr habt ja alle gar nichts. Kann ich mal einen richtigen Händler mit richtig Geld und sowas finden? Das wäre schön. Ich habe dir eben im YouTube-Chat geschrieben. Wird das schon wieder nicht angezeigt hier? Ich weiß es nicht. Der Power-Rüstung, welche man im Hub bekommt. Nee, anscheinend habe ich es nicht gesehen. Slenderex Vaktos ist jetzt ein Birdrider. Hossa. Hossa, Slenderex. Dankeschön für deinen Prime-Sub im 4. Monat. Hurra, dankeschön. Ganz, das ist ein richtiger Laden. Hier können wir wahrscheinlich ein bisschen was loswerden. Tausend. Das ist auch nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Aber gut, besser als nix. Ich verkaufe dir 3 Äpfel. 50 von diesen hier. 20 von diesen Häsen. 100 hier mal. Dann nochmal 50 davon. Und eine Laserpistole. Aber die allein eben. Die alleine ist schon viel mehr wert, als du hast. Das ist das Problem. Du kannst auch den Geigerzähler haben, wenn du willst. Da sind wir schon ein bisschen drüber. Aber das sieht doch okay aus. Dann nehme ich das da zurück. Und die 3 Äpfel. Ja, und dann passt schon. Okay, immerhin. Immerhin ein bisschen Kronkorken. Warte mal, kann ich mit der vielleicht auch was Questrelevantes reden? Deathclaws, Decker. Irgendwelche Gerüchte? Nein. Na gut, dann nicht. Hi Alexander. Und hi Spy. Was? Ich hab dich davor gewarnt, zurückzukommen. Hä? What the fuck? Lorenzo? Wann hast du mich davor gewarnt, zurückzukommen und... Hä? Was ist los? Ich verstehe überhaupt nicht, warum der mich angreift. Ich befürchte... Ja, eben. Das war ein Riesenfehler. Ich kann es mir auch vorstellen. Ich befürchte, die beiden Wachen sind nicht die einzigen, die jetzt ein Problem mit mir haben. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Der wird aggro, wenn man Decker gekillt hat. Ach so. Alles klar. Dann gucken wir mal. Dann können wir vielleicht auch einfach seine Wachen töten und der Kampf ist beendet. Und wir können jetzt die Bank plündern, ganz genau. Das trifft sich ja eigentlich ganz gut sogar, ne? Oh, die halten mehr aus, als ich dachte. Muss ich schon sagen. Not bad. Aber Dogmeat schafft die schon. Ich war gerade sehr verwirrt. Auf einmal schreibt mich der an, ich soll nicht zurückkommen. Aber der gehört zu Deckers Leuten, alles klar. Na dann. Na dann. Wenn die meinen, ne? Kann ich auch nichts machen. Dann schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Der Laden gehört jetzt quasi um uns. So ist das eben. Ich schätze mal, der Sheriff hier hat auch nichts dagegen, dass Deckers Leute kaputt gemacht werden, ne? Der wird da wegschauen. Ich weiß halt nicht, ob ich den Safe öffnen kann. Der ist wahrscheinlich verschlossen. Öffnen. 101. Ja!
Du. 2000 Kronkorken. Das heißt, wir können uns immerhin die erste Bruderschaftsoperation leisten. Immerhin. Ja, genau, wir könnten auch noch einen Begleiter holen. Aber wenn ich das nicht durcheinander bringe, kann man leider in Fallout 1 sowieso immer nur einen Begleiter gleichzeitig haben, abgesehen von Dogmeat. Erst im zweiten Teil beeinflusst dann der Charisma-Wert, wie viel man mitnehmen kann. Finde ich ein bisschen schade. Aber ja. Da war noch mehr Geld drin, habe ich, gut, dass du sagst, habe ich wieder nur einmal einen 99er Stapel genommen und den Rest liegen lassen. Das passiert nämlich oft. Ja, okay. Also nochmal 99 und jetzt den Rest. Okay. Ja, dann lass uns mal kurz handeln. Wir haben, weißt du, wir haben so viel Zeug. Wir müssen jetzt nur jemanden finden, an dem wir das verscherbeln können. Wem habe ich gleich nochmal... Habe ich die Powerrüstung hier in Hub gekauft oder war das unten im Boneyard? Oh nein, jetzt habe ich nicht bieten gedrückt. Da muss ich nochmal gucken. Gutes Geschäft, finde ich auch. Okay, nehmen wir den Rest noch mit. Gehen wir mal darüber. Nö, klar. Haut die Tipps ruhig raus. Genau, ich meine, die habe ich hier gekauft irgendwo, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Weil der müsste dann sehr viel Kohle haben. Im Fallout 1 Let's Play hast du eine Frau als Begleiter. Ian wahrscheinlich, oder? Und Dogmeat. Ja, Ian. Warte mal, aber ich bringe so viel mit Fallout 2 durcheinander, aber die Frau, die man heiraten kann, ist, glaube ich, ist die im zweiten Teil? Weil das kann auf jeden Fall sein, weil die hat man dann auch als permanente Begleiterin. Die wird man auch nicht mehr los. Oder Begleiter, wenn man ihren Bruder heiratet. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Hey, wie geht's meinem Freund? Willst du was kaufen? Ach so, ja, handeln wir, unbedingt. Jetzt lass mich gucken, ob du ganz viel Kronkorken zufällig hast. So 20.000 oder so. Was? Ich befürchte, die resetten ihr Inventar, ne? Hm. Naja, ich hab trotzdem jetzt mal einen ganzen Haufen für dich. Hier ein bisschen Zeugs, dies, das, hier noch. Nimm die auch noch und das auch noch. Eine Zange auf jeden Fall. FAO-Paraxos ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, Gedankenspiegel, für den verschenkten Sub. Super nett von dir. 451 nehmen wir noch. 1500 hätten wir hier noch. 1500 ist halt gar nichts, ne? Ach Quatsch. Das mit der Hochzeit war Fallout 2. Ja, genau. Dankeschön, Xanderex, für die 50 Bits. Hurra! Da wird das Spendenglas wieder aufgefüllt. Wunderschön. Wunderschön wobblig.
versuche gerade zu schätzen, was ungefähr so 1500 wert sein wird, ohne dass ich zu viel in mein Inventar stopfe. Wow, Raketen sind wertvoll. Okay, cool. Moment mal. Moment mal, hat der jedes Mal, wenn ich das... Hat der jedes Mal, wenn ich das Inventar öffne, wieder 3000 Kronkorken? Funktioniert das so? Oder bin ich gerade verwirrt? Das muss ich nochmal überprüfen. 6, 7, 3. So. Bieten. Weil wenn das so ist, ne? Dann dauert das zwar jetzt ein bisschen. Fallout 1 ist weird in manchen Bereichen. Man kann mehr als nur einen Begleiter nehmen in Fallout 1, soweit ich weiß. Muss ich mir nochmal anschauen, wie das Begleitersystem genau funktioniert in Fallout 1. Oder kann man in Fallout 1 etwa alle einfach so mitnehmen und es ist nicht vom Charisma-Wert abhängig? Wie gesagt, ich bringe da viel durcheinander mittlerweile. Ah, meine Tragekapazität ist schon erreicht. Okay. Dann schauen wir mal, ob der jetzt wirklich wieder sein Inventar resettet hat und wirklich... Tatsächlich, der hat immer 3000 Kronkorken. Okay, Leute, dann können wir uns jetzt ziemlich reich an den kaufen. Das ist gut. Wenn mein Inventar, wenn ich nur ein bisschen mehr tragen könnte, ne? Dann wäre es ein bisschen weniger umständlich, aber gut. Okay. Und 286. Bam. Ey, wir lassen uns jetzt dann von der stählernen Bruderschaft einfach komplett zum Cyborg enhancen, ey. Die können einmal einfach ein paar Monate lang an uns rumoperieren. Das wird großartig. Behalten wir mal ein Dynamit-Ion. Bin ich schon wieder am Tragekapazität-Limit? Nee. Ah, jetzt aber. Na gut. Und sonst so? Was geht bei euch so? Während wir jetzt hier eine Viertelstunde lang rumklauen. Was gibt's Neues? Vor allem muss ich jetzt immer wieder auch, das ist super geil, ich muss jetzt auch immer wieder im Menü von dem Händler ganz nach unten gehen. Ganz nach unten, wo die Kronkorken sind. Und dann immer wieder 99 reinschieben. Und dann nochmal 99. Das ist wirklich großartig. Aber hey, am Ende sind wir reich und dann hat sich's gelohnt. Ist schon okay. Ist jetzt ein bisschen Busy Work. Aber im Endeffekt haben wir darauf all die Jahre hingearbeitet. Stehlen. Dankeschön, der Franklin. In Fallout 1 gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Begleiter, die die Spielfigur in Fallout haben kann. Das mit Charisma ist Fallout 2. Alles klar. Ich hatte das nämlich dann genau falsch in Erinnerung. Ich dachte nämlich, in Fallout 1 gibt es keine Charisma-Beschränkung. Das bedeutet, man kann immer nur einen gleichzeitig haben. Aber in Wirklichkeit kann man alle gleichzeitig haben, ohne Begrenzung. Und in Fallout 2 gibt es so viele, dass sie die Charisma-Begrenzung eingeführt haben. So war es nämlich wirklich. Ja, dann holen wir definitiv noch alle Begleiter ab, bevor wir irgendwie hier ins Endgame gehen oder sowas. Auf jeden Fall. Ist hier ganz klar. Nehmen die jetzt portionsweise, weil wir sind eh gleich wieder voll. Okay. Ich habe Angst, dass ich versehentlich irgendwen erschieße oder dass ich versehentlich den Händler beklaue oder irgendwie so. Ich sollte jetzt dann mal speichern, weil das viel Arbeit hier alles zu verkaufen. Das ist wirklich Busy Work.
Das will ich nicht alles nochmal machen müssen. Gucken wir mal, was der Krempel wert ist, den wir hier haben. Sollte ich ein paar Granaten aufheben? Nee. Quatsch. Oh, guckt euch das an. Ist ja fast perfekt. Ach so, shit. Okay. Gutes Geschäft. Die Formel im Fallout 2 lautet, Limit ist gleich Charisma geteilt durch 2. Okay. Ich habe mir schon gedacht, dass die Händler auch in Fallout 1 ihr Inventar resetten, aber ich dachte nach ein paar Tagen oder was weiß ich was. Aber direkt nachdem er aus dem Dialog rausgeht, wusste ich wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wusste. Hä? Warum habe ich jetzt... egal. Gutes Geschäft. Hi, der grüne Fuchs. Beim Nachtschichtschieben. So, ich speichere jetzt mal lieber. Wie gesagt, ne? Damit uns hier nichts verloren geht. Ian, wie viel haben wir denn noch im Inventar? Vielleicht müssen wir jetzt auch nicht unbedingt alle. Vielleicht finden wir mal einen Händler, der reicher ist, ne? Aber ein bisschen können wir uns die Taschen hier schon noch voll machen. Ich guck jetzt mal, dass ich vielleicht noch so die wahrscheinlich sehr wert... Wie viel Sniper-Gewehre haben wir denn? Mein Gott, wir sind einfach so reich. Ich schätze, jedes Sniper-Wehr wird Richtung 2000 wert sein. Über 1000 auf jeden Fall, oder? Über 2000. Ich kann jetzt jedes einzelne Sniper-Gewehr, kann ich im Grunde einmal sein Inventar leer machen. Meine Güte. Warum vertue ich mich denn jetzt immer? Aber weißt du was, auf die Packung Korken kommt es auch nicht an. Kann ich eigentlich jetzt schon wieder ins Handelmenü gehen und der hat schon wieder volle Kronkorken? Oder wie läuft das? Oder muss ich den Dialog einmal komplett beenden? Das wäre so lustig, wenn er jetzt einfach schon wieder 3000 Kronkorken hätte. Naja, okay, ich muss tatsächlich den Dialog wenigstens abbrechen und neu starten. Alles klar. Gut. So, noch ein Scharfschützengewehr, bitteschön. Nach den Scharfschützengewehren und der Plasmapistole höre ich auf. Ich habe keinen Bock mehr. Boah, ist auch viel wert. Holy shit. Okay. 999. 222. So, eine Runde noch. Und dann ist erstmal Schluss mit Verkaufen. Wir haben jetzt gut verkauft. neun, eins, zwei, zack. Kann er sich gerade so leisten. Okay. Na gut. Dann haben wir jetzt 24.000 Kronkorken. Das heißt, wir können jetzt knapp 5 Operationen durchführen. Das ist schon mal sehr gut. Und wenn es ist, ne, machen wir halt einfach noch ein bisschen mehr. Verkaufen wir halt einfach noch ein bisschen mehr. Ian ist quasi eine wandelnde Waffenfabrik oder so ähnlich. Jetzt will ich ganz kurz nochmal sein Inventar mir angucken. Weil ich glaube, wir haben noch so viel da drin. So viel. Das ist ein bisschen Krimskrams, aber da kommt trotzdem was zusammen. Die behalten wir aber trotzdem. Alter, mein Gott, ey, das sind noch... Hope this is not Chris's sandwich. Ja.
Da sind garantiert noch so 10, 20, 30, 40 Kronkorken in seinem Inventar. Also wenn es ist, haben wir jetzt einfach genug Kronkorken, denke ich. Das kann man schon sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, ich glaube, da machen wir jetzt Schluss für heute. Ist ein guter Zeitpunkt. Wir sind jetzt reich und beim nächsten Mal lösen wir den Fall des verschwundenen Bruderschaftstrupps und holen uns eine Powerrüstung. Und dann können wir das Plasmagewehr nehmen und dann kann uns nichts mehr aufhalten. Und dann marschieren wir zum Meister und sagen, ey, guck mal, hast du mal drüber nachgedacht, dass das irgendwie eine dumme Idee ist? Und dann sagt der Meister, oh, du hast recht, ich bring mich jetzt um. Und durchgespielt. Nee, dafür sind wir, glaube ich, nicht intelligent genug. Aber okay. Leute, danke schön fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Bits, danke für die Subs. Danke, dass ihr eure Zeit hier mit mir verbracht habt. Und wie gesagt, morgen ist Bonusstream. Natürlich, morgen ist Bonusstream. Oh mein Gott, ich habe noch gar kein Spiel mehr ausgesucht für den nächsten Resident Evil Bonus-Dingens. Da überlege ich mir bis morgen noch irgendwas Cooles. Ich habe sehr viele Kandidaten im Hinterkopf, das wird auf jeden Fall lustig. Also morgen 18 Uhr definitiv Bonusstream und dann sehen wir uns nächste Woche zu Fallout wieder. Gute Nacht. Tschüssi.